So, liebe Zuschauer von YouTube und Twitch, herzlich willkommen hier zur Aufnahme von Mario Party 5. Und was direkt vielleicht auffallen dürfte, ist irgendwie, sieht alles irgendwie viel, viel pixeliger aus. Das liegt einfach daran, was ihr in der letzten Aufnahme in Part 17 dürfte es gewesen sein, wahrscheinlich mitbekommen habt. Und zwar, dass mir das Spiel abgeschmiert ist, weil die Wiggler-Kapsel auf dem Emulator nicht aktiviert werden darf. Sonst gibt's Game-Breaking-Errors und das Spiel schmiert ab. Danke, Dolphin. Ich hab dich auch gern, du Arsch. Ja, und deswegen habe ich jetzt zur Konsole gewechselt. Guck mal, hier ein uralter Spielstein. Ja, der heißt aber schon Kai. Ist aber aus von 2010, also... man merkt, ich habe lange nicht mal Party 5 gespielt, original. Hallo YouTube zum Zweiten, schreibt ja das Silent gerade. Moin. Charlie ist auch da und Kenji ist da und Hadoken ist da. Schön. Da muss ich mich ja beherrschen. Nee, man sieht tatsächlich nicht, was die Leute im Chat schreiben. Man sieht bloß das, was hier halt bei mir auf dem Screen ist. So, mal nochmal zur Verständnisfrage. Du kannst gerne posten, was du willst. Ich entscheide selbst denn, ob ich das vorlese oder nicht. Also wenn jetzt einer schreibt so, ja, also damals habe ich, weiß ich, irgendwas getan. Denn, keine Ahnung, denn schenke ich mir das. Zum Beispiel das, was Hadoken gerade geschrieben hat, lasse ich mir schenken. Sweet, also kann ich so assi sein wie immer. Herzensgüte bei der Frau ist in die Wiege gelegt worden, wirklich. Entschuldigung. So, wir gehen in den Party-Modus, weil ich werde dieselbe Map nochmal starten, die... ja, deshalb sagst du das Hadoken, das ist schon klar, aber ich werde es trotzdem nicht vorlesen. Haha. Ich, wir kennen den Text. Nein, du sollst nicht die Regeln erklären. Du sollst eine Party starten, Mann. Ja, ja, ich box alle. Ja, 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 super. Oh, Kai, du Spielverderber. Ja, sorry, sowas wird hier nicht geduldet. Das ist ein werbeunfreundlicher Content. Das könnt ihr nicht einfach machen. Ich lasse dir gerne das von dieser... von dieser energieheligen Herzensgüte zu gucken. Oh, das ist aber schön. Ich will gar nicht wissen, was du damit meinst, ehrlich gesagt. Ja, ich werde wieder Yoshi spielen, weil... halt, ihr wisst schon, ne? Und dann nehmen wir noch Mario mit. Auf normal reicht ja. Ist ja schon qual genug. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, komm mal her, du. Dann will ich sehen. Nimm Buhu. Nö. Hä, Buhu. Buhu. Achso, als Gegner. Ja, könnte man mal machen. Ich weiß nicht. Ich würde es wieder Wario nehmen, weil der Dicke macht einfach Spaß immer. Ich meine, Luigi muss ich mitnehmen. Das kriege ich ja von meinem Mod oft auf den Sack. Ne, das geht ja nicht. Könnte man noch mitnehmen. Er weiß nicht mehr, was er da auswählt. Doch, klar. Logisch. Ja, ich glaube, es ist relativ altbekannt, wo ich wohne. Ist aber auch nicht so schlimm. Eine Tür hat Schlösser. So, wir nehmen Buhu mit auf Wunsch, ey, warum nicht? Kann man ja mal machen. Und wir nehmen dieselbe Welt, die ich schon mal ausgewählt habe. Das war nämlich hier, glaube ich, das Schlaraffenland. Geil, da gibt es viele Süßigkeiten und Gründe, sich zu überfressen. Ist total toll. Wie viele Runden hatten wir im Original? Ich glaube, es waren 20. Finde ich in Ordnung. Wir können mehr Runden machen, wenn ich Mitspieler habe. Manchmal ein bisschen. Manchmal ein bisschen assi? Ja, okay, gut. So, Bonus lasse ich an, sonst kriege ich gar keine Sterne am Ende. So, wir spielen natürlich auch so, ja, damit es auch wirklich fair ist. Denn anders gewinne ich nicht. So, sind die Einstellungen auch? Ja, keine Ahnung. Ja, also geht's los, letzte Party. Ich geb dir gleich da. Ja, ja, ja. Mach doch. Komm schon vorbei, Alter. Charlene wäre auch so ein super Türsteher für Kaufland. Hier so mit Bier stehen, weißt du? Nein, damit tue ich ihr Unrecht. Das ist eine sehr nette Person. Ich mag Charlene sehr. Genau wie den ganzen Rest von Charlene. Dosho, Kenji und Silent. Und die gerade alle unsichtbar zu gucken. Die Zuschauer, die ich nicht habe. Was? Nein, war ihm. So. Willkommen im Schlaraffentraum. Okay, Kiwi, Alter. Hier spielst du den Traum vom Schlaraffenland. Ein süßes Land aus Kuchen und Zuckerwerk. Wer würde nicht gerne diesen süßen Traum träumen?
Kai mag mich. Ja klar, ich brauche einen ganzen Chat. Oder sollen wir erstmal die Start... Oh, ja, das wird wieder super, Leute. Ich sehe mich schon so voller Glück strotzen. Ja, ja, geil. Ich werd bestimmt Letzter. LOL, keck. Okay, enough said. Ist egal. Beim Wichteln ist es ideal, Tierdumm zu verschenken. Ich mag nur den Chat mit uns. Nein, ich mag die Community. Als nächstes ist Bruder dran und auch die ganzen YouTube-Zuschauer natürlich. Die immer regelmäßig Dingens posten, dieses Layout. Wow, ja, es ist halt so, das Spiel selbst hat in der Capture-Card schwarze Ränder. Geht leider nicht anders. Und schon ist auch okay. Und zuletzt kommt Mario. Als Startkapitel bekommt erstmal jeder 10 Münzen. Kling, geil. Fett reingeschen. Wo steckt heute unser Donkey? Dann war man schon mal. Also ja, das ist das DK-Feld. Geil. Für alle Cheater und Lacker unter euch, ne? Dazu gibt es 6 Kapselfelder in diesem Spiel. Nix zu clever, ja, danke schön. Oh Gott. Ich nehme lieber auf. So, der Stern ist oben. Geil, boah, guck mal da. Ja, lecker. Warum ist da nicht eine Kerze drauf? Ersetzt sie durch irgendwas Leckeres. Wobei, die Kiwi sieht ein bisschen gelblich aus. Sie liegt schon ein bisschen länger hier, merkt man. So, let's go. Na, mal eine Kapsel ziehen. Ich zieh mir meine Drogen, Alter, am Automaten. Geilen Plastikring, Alter. Eine Cooperbahn-Kapsel, die werde ich schön irgendwie in irgendeine Ecke feuern, wo sie keiner sieht. Wir wissen alle, Cooper Bank ist Arsch. Ich zeig dir mal einen richtigen Stern. Oh ja, 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 geil! Bestimme, wie viele Münzen ich von deinen Gegnern bekomme. Ja, kriege ich eh nicht, weiß ich jetzt schon. Aber ich kann meinen Gegner erstmal direkt mal abzocken. Ist ja auch geil. Oh, er hat 5 Coins abgegrabt. Ja, Leute. Weißt du, in der letzten Episode hatte ich dermaßen viel Unglück, dass es schon an Hexerei grenzt. Und hier ist genau das Gegenteil aktuell der Fall, aber ich sollte nicht vorgreifen. Das Schicksal spielt sich hier immer, ne, spielt sich immer gegen das. Das stimmt, die Anlehnung versteht eh jeder. Die Frau dürfte mir jederzeit gerne einen echten Stern zeigen. Hier wollen Sie mich auch, was? Ihren Namen. Oh, Iba, du kannst doch nicht so ins Lied zitieren. Bäh, Iba, cool. Ich rieche Schlagermusik im Chat. Ich gehe wieder auf YouTube. Tschüss. So. Alter, Luigi macht's mir direkt mal nach. Ja, zieht euch mal alle in der Kapsel. Interessiert eh keinen. Trotzdem wird's angezeigt. Wunderschön. Ich hasse dieses Lied. Same to me. Ist halt so richtig Schmierschlager. Okay. Ja, Luigi darf die Abkürzung nehmen. Der Dreckige. Typische Luigi, weißt du? So, da ist der Superheld, den niemand mag. Ich hatte gestern ein 8-Gänge-Menü. Ja, geil. Boah, geil, das ist schon cool. Oh, bei uns gab es heute die selbstgemachte Lasagne. Also, wir hatten schon wieder ein paar Ideen, wie wir es noch geiler machen können. Das ist lecker. Oh, lol, instant, erste Runde in Kampf-Minispiel. All mein Geld ist weg, ich sehe schon kommen. Sehr nice. Oh nee, ich will das. Nein! Warum? Ich mag Burger nicht so. Was? Karten auf den Tisch. Bewege den Cursor, um vor deinen Gegnern dieselbe Karte wie jene im Spiegel zu bekommen. Cursor bewegen, A bestätigen. Die Karte im Spiegel ist am Anfang verschwommen, wird aber mit der Zeit immer klarer. Ah, na geil. Dieses N mit einem Häkchen, wo ist denn das? Bin ich bescheuert? Was? Wieso ich? Wieso?
Nein, Ripmi. Hä, Leute, als ob der das schon wusste. WTF? Das Ding war noch nicht mal fertig und... Leute, was? Was ist denn mit den PCs los? Das Ding ist übelst verschwummert. Easy gesehen. Die NPCs rasten übelst aus. Ripmi. Nein, meine Kohle, Mann. Scheiße. So viel zum anfänglichen Erfolg. Oh ja, geil, Luigi kriegt doch eine Münze, aber ich nicht, toll. Oh ja, ich liebe mein Glück. Noch nie Tapas gegessen. Würde ich auch gerne machen. Also es gibt Burger, die mag ich ja auch nicht. Aber es gibt Burger, die schmecken schon gut, muss man sagen. So. Kapsel lasse ich, das brauche ich nicht. Wir rennen dann einfach mal unserem Leben raus. Noch eine Münzenfelder, super, das ist ja toll. Wurde bestimmt ein Gegner, der vom Stachy getroffen wird. Der Zug macht Loop Loop. Das Geld kriege ich sogar. Nice. Wieder gucken ins Stadium. Gescheiter. War das nicht bei Smash 64 oder so? Gescheiter. Weiß ich nicht mehr. Genau, Caps. Der liebe Mod hat recht. Die Kekse sind wieder crumbling. Hat alle Kekse gegessen. Hallöchen, Fate. Wo ist denn? Alter, Leute, ernsthaft? Okay. Und ihr mit das. 10 Coins für den Buu. Ich schau mal, wo wir Super Smash Bros. Oh, Luigi hat instant einen Kettelhund. What the fuck? Ist mich veräppeln? Der Dreckige. Fühlt sich cool, wa? Ja, du Zoom. Flop. Ja, nehmt mal die Abkürzung. Ich gebe mir ein bisschen Zeit. Zeit, Geld zu sammeln. Na, hier, guck mal. Mario kriegt direkt Geld abgezogen. Ja, nice. So muss das laufen. Oh, 1-3er spielen. Ich hätte lieber 4 gegen 4 gehabt. Dann hätte nur ich Geld gewonnen. Theoretisch jedenfalls. Ich habe übrigens leider auch schon alle Minispiele freigeschaltet. Das hat. Ich hasse dieses Minispiel. Das ist eines der OP-sten 1 vs. 3 Spiele. Das ist einfach so. Ist das überhaupt gewinnbar? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es gewinnbar ist. Erstmal, es fällt andauernd Feuer runter. Es ist übelst schwer auszuweichen. Jo. Er hat einmal angetäuscht. Und ballert zu. Alle tot. Ich konnte mich heute zwischen Fieber ausmachen und Schnupftobi entscheiden. Ich hab die innere Vierjährige entscheiden lassen. Hat sich ein Facebook. Naja. Ich kenne ja deine innere Vierjährige. Aber Schnee ist halt auch geil. Schnee ist doch toll. Kann man doch verstehen. Und hey, Mann, es ist kalt. Es ist dasselbe, als würde man sich im Warnwickel geben. Hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Das ist echt ein sehr fieses 1-3er-Spiel. Die 1-3er-Spiele sind leider die Unbalanced überhaupt. Caps. Und der nächste Stern ist hier. Schön. Ich bin ja Gott sei Dank noch nicht dran vorbeigelaufen. Ja, nice. Nächste Runde. Oh, Buhu ist aber auch noch nicht dran. Oh, er lässt seinen Pilz liegen, der Idiot. Oh, bitte nein, erreich nicht den Stern, Buhu. Nein, nein. Nein, er schafft es. Der Dreckige klaut mir meinen Stern. Oh, Mann. Das sind die zwei Momente in meinem Leben, wo mir als Mod mal was auffällt. Achso, völlig recht. Der nächste Stern ist hier. Der wurde ja gerade geklaut von Buh, der Dreckige und Spassi-Sau. Ich sehe schon, dieses Video wird wieder als werbeunfreundlich getaggt. Einfach nur, weil ich schimpfe über die NPC-Charaktere wie Luigi oder Buhu. Oh Gott, der Dude wirft den Kettenhund. Geht ja gut los. Ja, echt so. Wo ist das Münzprügel, blumige Münztücher? Alter, ey, Kürbiskran geht sogar, finde ich. Aber blumige Münztücher ist echt übelst scheiße. Das ist so dumm.
Also ganz ehrlich, blumige Münzdusche ist das unbalancierteste Spiel überhaupt. Ganz im Ernst. Also für die blumige Münzdusche nicht kennen, ihr kennt alle vielleicht auch einige das Minispiel aus meiner Mario Party 1 Let's Play. Es geht darum, dass der eine Spieler oben auf einer Blume sitzt, auf die Geld fällt. Und das Ding kippelt. Und deswegen fällt ab und zu auch mal eine Münze runter ins Wasser, wo die drei Spieler in Blätterboden sitzen und die einsammeln dürfen. Wenn man jetzt als einzelner Spieler nicht total dement ist und übelst Brain AFK, kriegt man in der Regel easy 30 Münzen. Und die unteren müssen sich immer die einzelnen Münzen quasi drum kloppen. Sie kriegen sie nicht mal kombiniert. Nein, jeder kriegt sein eigenes Geld. Heißt, am Ende kriegt so im Dreierteam kriegt man so 1 bis 4 Münzen. Und der obere kriegt gerne so 30 Münzen. Und der Haken ist, selbst wenn der obere Spieler übelst Brain AFK und total bescheuert in der Birne ist und runterfällt, dann ist das Spiel vorbei. Und die unteren kriegen nach wie vor kein Geld. Das ist nicht toll! So, was ist im Chat los? Wait, man wird für Caps nicht gebannt, gewarnt und dann getimeroutet. Und dann RIP. Jetzt provoziert, nee, du nicht. So, Laserfeuer, Alter. Das ist voll ein cooles Minispiel, ehrlich gesagt. Beschieße die gegnerischen Maschinen mit Strahlen. Zerstöre die gegnerischen Maschinen, um zu siegen. Wir müssen Luigi also beballern und mächtig Damage machen. So, Strahlenkanone, Strahlenwelle. Strahlenkanone, halten Sport. Bewegen. Der Einzelspieler kann sich mit L und R bewegen, ohne die Ausrichtung der Maschine zu ändern. Leider nicht. Ich liebe das Minispiel. Ja, ich auch. Muss ich zugeben. So, ich muss mal gucken. Ich bin der Obere. Wow. Aua, 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 aua. Aua. Nein. Wow, der hatte noch so viel Health, Alter. Was ist los? Oh mein Gott, das war schlecht. Wieso haben wir so wenig Damage gemacht? Ich habe die ganze Zeit versucht, aus irgendeinem Schlupfwinkel drauf zu ballern. Oh, verdammt. RIP. Und Luigi kriegt Geld. Geld, was mir nicht gefällt. Immer fahren mal laser. Genau, los schon. Ach, Mann. Mist. Meine Kapsel behalte ich weiter. Hey, es kam eine Spende. Was? Ah, ich sehe es gerade. Was wird das? Wieso hat man das immer lörtlich gehört? Dankeschön für die 2,50 € Spende von... Wartet, ich sehe es gleich. Ich sehe es nicht. Oh Gott, ein Kettenhund. Nein, ich sehe es schon kommen. Ich habe mein ganzes sehr, sehr, sehr wertvolles Geld. Nein, gespendet. So, danke für die liebe Dose. Für die liebe halboffene Dose, für die 2,50 € Spende. Dankeschön vielmals. So. Was, 7 Münzen? Nein! Von wem? Von wem? Ich hab's nicht... War ich es? War ich es? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab's nicht mitbekommen, Leute. Der wurde begrabbelt. Scheiße. Ach, verdammt. Der Distraction, bro. Na, durch. Von Luigi. Wieso Luigi? Der ist der Ärmste. Oh Gott, Luigi, nein! Oh, scheiße. Luigi war der Prügelknabe, okay.
Der Erste beklaut den Letzten. Das ist doch immer so in der Welt. Die Reichsten beklauen die Ärmsten. Und die Mitte steht auch, aber das ist ein anderes Problem. So, jetzt macht Mario. Der eine stinkt. Eine Eins. Oh ja, legendär, mein Freund. Legendär, seid ihr. Oh, ernsthaft? Wieso kriegen alle versteckte Blöcke? Ich krieg nur versteckte Blöcke. Und find Schafe. Ist nicht cool. Finde ich nicht nett. Oh, versus. Alle gegen alle. Let's go. Bomb-Bomb-Bomber. Was war das nochmal? Luigi hat's auch nicht anders verdient. Ey, könnt ihr nicht so bei unseren Mod herziehen? Ach, das ist das Minispiel. Oh mein Gott, hä, was? Oh, dankeschön. Warte mal, da hatte ich gerade donated. Danke an lieben Kenji für die 5 Rubine-Spende. Hier könnte ihre Werbung stehen. Dankeschön für die Spende. Dankeschön. Das ist natürlich jetzt doof. Ne? Ich müsste eigentlich das irgendwie so machen, dass ich das sehe. Ist ja so geil, du hast echt Pech. Wie kann 2 Sekunden vorbei sein? Mit Unentschieden. Ja, geht. Habe ich auch schon mitbekommen. Okay, ich mache mal meinen Aufnahmeprogramm zu. Ich sehe ja alles hier entsprechend auf meinem Screen. Das reicht mir, ne? So, ich würde sagen, wir machen das Minispiel noch. Und wenn ich dann am Würfeln bin, Leute, werden wir eben mal schnell den Part beenden. Der ist schon bei 21 Minuten. Boots. So, erstmal schön eine Bombe grabben mit A hier, ne? Boots. Ja, nice. Nein! Du Kackspaß. Nein! Du Kackspaß! Nein! Die Bombe hat mich blockiert. Ich wollte gerade weglaufen. Scheiße. Oh Mann. Spendenbomber. Hey, Dankeschön, Leute. Danke vielmals für den Support. Echt jetzt? So. Wartet. Ich mach mal so. Dann ist es ein bisschen ruhiger. Und Leute, damit danke ich jetzt schon mal an YouTube. Danke fürs Zugucken der Folge. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bei Twitch geht's mal weiter. Keine Sorge. Was? Deine Zuschauer wollen sich in deinen Videos verewigen. Ist doch in Ordnung. Habe ich das noch nicht geändert? Oh ja, okay, ja, stimmt. Ich müsste den Monat noch ändern. Hat 5% schon recht. Gut. Aber erstmal, Leute, danke an YouTube fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin wieder mal unser übliches Motto. Also macht's gut, haut rein, tschüssi aufs Geh und ciao.